Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder da seid an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag und ich hoffe, ihr seid gesund. Meine Stimme ist noch ein wenig angeschlagen, aber das sollte hoffentlich nicht weiter stören. Vielen lieben Dank übrigens auch noch für eure zahlreichen und so positiven Rückmeldungen zum neuen Intro und Outro. Es scheint euch also zu gefallen. Sehr schön. Und deshalb wird es... Beibehalten. Nun aber zur heutigen Geschichte. Sie führt uns zurück in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, mitten in die Zeit der sogenannten goldenen Ära Hollywoods. Die Zeit, die gemeinhin als die Zeit zwischen 1930 und dem Beginn der 1960er Jahre bezeichnet wird und die großen Hollywood-Helden, Hollywood-Diven und Filmpioniere hervorbrachte, deren Namen wir heute alle noch kennen: John Wayne, Errol Flynn, Gary Cooper, Humphrey Bogart, Rock Hudson, Ingrid Bergmann, Greta Garbo. Cary Grant, James Dean, Marlene Dietrich, Doris Day, Clark Gable, John Ford, Alfred Hitchcock oder Billy Wilder. Die Liste ist lang. Los Angeles war schon immer reich an Charakteren, aber auch an Gefahren, vor allem für junge, unerfahrene und unbekümmerte Mädchen, die in der Traumfabrik ihr Glück zu finden hofften. Fernab des Glitzers der Unterhaltungsindustrie war Los Angeles auch immer schon Tummelplatz für allerlei Ausschweifungen, Laster und Sünden. Wer die falschen Entscheidungen trifft oder gar die falsche Abzweigung nimmt, kommt hier schnell unter die Räder. Unsere heutige Geschichte spielt sich im Oktober 1944 ab. Genau dort, wo heute noch Träume von Ruhm und Glamour in Erfüllung gehen oder leider in den meisten Fällen eben nicht. Genau dort endete das Leben einer lebensfrohen und ambitionierten jungen Frau mit nur 20 Jahren. Ihr Tod beschäftigte die Boulevardpresse damals jahrelang und wird heute gern in Verbindung gebracht mit einem Mord, der im Januar 1947 auch in Los Angeles stattfand. Das Mordopfer in diesem Fall war Elizabeth Short, vielen auch nur unter Black Dahlia bekannt. Beide Morde sind seit jeher wegen ihren Verbindungen zu Hollywood und einigen bekannten Persönlichkeiten jener Zeit von Mythen umrankt. Und natürlich, weil man die Namen ihrer Mörder bis heute nicht kennt. Dort enden aber auch schon wieder die Gemeinsamkeiten. Es gibt keinerlei begründete Hinweise darauf, dass beide Verbrechen miteinander in Verbindung stehen oder gar vom selben Täter begangen wurden. Heute soll es aber um die tragische Geschichte von Georgette Bauerdorf gehen. Georgette Bauerdorf wurde am 6. Mai 1924 in New York City in ein privilegiertes Leben hineingeboren. Ihr Vater George Frederick Bauerdorf war Wall Street Banker und verdiente sein Geld in der Ölindustrie. Sie hatte noch eine vier Jahre ältere Schwester, Constance, die nach ihrer Mutter benannt wurde. Die beiden Schwestern bekamen die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen konnte, und besuchten an der Ostküste eine renommierte Klosterschule. Als Georgette elf Jahre alt war, starb ihre Mutter 1935 unerwartet mit nur 40 Jahren, und ihr Vater entschied daraufhin, New York zu verlassen und mit seinen Töchtern in Los Angeles ein neues Leben zu beginnen. Dort in Los Angeles besuchte Georgette die exklusive Westlake School for Girls, die heute Harvard Westlake School heißt und an der auch zum Beispiel Myrna Loy oder Shirley Temple ihren Abschluss machten. Georgette machte dort 1941 ihren Abschluss und ging danach ein paar Jahre auf Reisen. Sie liebte das Reisen und lernte gern und schnell neue Menschen kennen. Sie hatte ein sehr aufgeschlossenes Wesen, Berührungsängste waren ihr fremd. Als sie 1944 von ihren Reisen nach Los Angeles zurückkehrte, zog ihr Vater gerade mit seiner neuen Frau zurück nach New York. Georgette und ihre Schwester Constance blieben in Los Angeles und bezogen gemeinsam im Sommer 1944 ein zweistöckiges Luxusapartment in dem exklusiven Wohnkomplex El Palacio in der Fountain Avenue, Nummer 8493 in West Hollywood, ganz in der Nähe des Sunset Boulevards eine elegante Wohnanlage im spanischen Barockstil, die erst 1931 fertiggestellt wurde und über die Jahre viele vermögende und berühmte Bewohner beherbergte. Darunter John Carroll, Dorothy Dandridge, Sidney Olcott und Virginia Weidler. Auch Marilyn Monroe lebte hier Jahre später für einige Zeit. Heute steht der Wohnkomplex unter Denkmalschutz und hat viel von seinem einstigen Glanz verloren. Dennoch zahlt man auch heute noch eine stattliche Monatsmiete von einigen tausend Dollar bzw. Euro. Als der Ehemann ihrer Schwester Constance 1944 im Zweiten Weltkrieg fiel, folgte aber auch Constance schon kurz nach dem Einzug in die neue Wohnung ihrem Vater und zog im August 1944 zu ihm und seiner neuen Frau nach New York. Georgette blieb allein in Los Angeles und in diesem Apartment zurück. Wie viele Mädchen in diesem Alter träumte auch Georgette mit ihren 20 Jahren davon, eine berühmte Schauspielerin zu werden. Aber sie wollte nicht nur davon träumen, sondern war fest entschlossen, sich in der Entertainment-Industrie einen Namen zu machen. Attraktiv und mit Geld und einer prominenten Familie im Rücken waren ihre Chancen, in Hollywood Fuß zu fassen, gar nicht schlecht. Zuerst arbeitete sie für einige Wochen bei der Los Angeles Times. Aber es dauerte nicht lange, da ergatterte sie einen der begehrten Jobs als Junior-Hostess in der berühmt-berüchtigten Hollywood-Kantine. The Hollywood Canteen war ein Tanzclub für Soldaten und Angehörige der US-Armee und wurde im Oktober 1942 von Bette Davis und John Garfield als moralische Kriegsunterstützung am Cahuenga Boulevard in Los Angeles eröffnet. Hier konnten die Männer kostenlos essen, trinken, tanzen und sich von jungen hübschen Frauen unterhalten lassen. Bis zu seiner Schließung 1945 arbeiteten dort hochbezahlte Hollywood Stars ehrenamtlich als Küchenhilfe und Bedienung. Rita Hayworth servierte Kuchen, Shirley Temple arbeitete hinter der Bar und Marlene Dietrich wusch das Geschirr. Als am 15. September 1943 der millionste Gast in der Hollywood-Kantine empfangen wurde, bekam dieser Soldat vom bekanntesten Pin-Up-Girl der 40er Jahre, der Schauspielerin Betty Grable, als Belohnung einen Kuss. Erotischer Filmzauber als patriotische Begleitmusik in Kriegszeiten. Bette Davis war ihr ganzes Leben lang sehr stolz auf die Hollywood-Kantine. Sie sagte dazu einmal, Zitat, es gibt wenige Leistungen in meinem Leben, auf die ich wirklich stolz bin, aber die Hollywood-Kantine ist eine davon. Zitat Ende. Natürlich konnte die Filmelite nicht allein die ganze Arbeit verrichten. Immerhin mussten sie ja auch noch Filme drehen. Und so stellte die Kantine sogenannte Junior-Hostessen ein. Hübsche junge Frauen, die davon träumten, in Hollywood groß herauszukommen. Für Nachwuchsschauspielerinnen war das also eine große Sache, dort eingestellt zu werden. Sie sahen es als große Chance, wichtige Kontakte knüpfen zu können oder vielleicht sogar von einem wichtigen Studioboss entdeckt zu werden. Und natürlich ihrem Land zu dienen. Georgette hatte Glück und wurde eine von rund 100 Junior-Hostessen. Von diesen Hostessen wurde nicht nur gutes Aussehen erwartet, sondern auch tadelloses Benehmen. Sich auf einen Soldaten einzulassen, war strikt verboten. Es ist nicht bekannt, ob sich alle Hostessen an diese Regel hielten. Von Georgette aber weiß man, dass sie nie über einen bestimmten Punkt hinausging. Sie war charmant. Höflich und hatte viel Spaß, sich mit den Soldaten zu unterhalten und mit ihnen zu tanzen. Wofür Georgette aber über die Türen der Hollywood-Kantine hinaus sehr schnell bekannt wurde, war ihr großes Herz, ihre Großzügigkeit und ihre mitfühlende, verständnisvolle Art. Sie fuhr Soldaten oft nach ihrer Schicht zu ihren Quartieren oder bezahlte für sie an der Kasse, wenn sie sie irgendwo außerhalb der Arbeit wieder traf. Sie fühlte sich privilegiert als reiche Erbin, die sich nie um Geld sorgen musste, und so gab sie gern Menschen etwas zurück, die es nicht so gut im Leben getroffen hatten. Sie war sehr stolz darauf, Junior-Hostess zu sein und auf diese Art und Weise nicht nur ein kleiner Teil des Hollywood-Zirkels zu sein, sondern damit gleichzeitig auch ihre patriotische Pflicht erfüllen zu können. Georgette hatte viele Verehrer und traf sich auch außerhalb ihrer Schichten mit den Soldaten. Aber wie gesagt, angeblich soll sie anständig geblieben sein. Am 13. Juni 1944 lernte sie bei ihrer Arbeit in dem Club einen jungen Gefreiten namens Jerome Brown kennen. Leider hatten die beiden nur ein paar gemeinsame Tage, bevor er weiterreisen musste nach El Paso in Texas. Sie verstanden sich aber sehr gut und Georgette war wohl auch ein bisschen verliebt. Sie hielten den Kontakt und Georgette schrieb ihm bis zum Oktober 1944 mehrere Briefe. Der 11. Oktober 1944 war ein Tag wie jeder andere zuvor in Los Angeles. Georgette stand auf und vor ihr lag ein ausgefüllter und amüsanter Tag in der pulsierenden Megametropole. Die Sekretärin ihres Vaters war in der Stadt, weil sie ein paar Besorgungen für ihn erledigen musste. Georgette war mit ihr aufgewachsen und sie war mehr eine Assistentin und gute Bekannte der Familie. Und so verabredeten sich die beiden Frauen für diesen Tag Mittagessen, Einkaufen, Schönheitssalon. Es war ein netter Nachmittag, und die Sekretärin sagte später aus, Georgette wäre wie immer in guter Stimmung gewesen und hätte ganz normal gewirkt ihr wäre nichts Ungewöhnliches aufgefallen. An diesem Tag löste Georgette auch einen Scheck über 175 Dollar ein und kaufte davon ein Flugticket nach El Paso, Texas, für 90 Dollar. Sie wollte am nächsten Tag zu ihrem Freund Jerome Brown fliegen und ein paar Tage bei ihm bleiben. Georgette würde diese Reise leider nicht mehr antreten. Am Abend dieses 11. Oktober ging Georgette dann wie jeden Mittwochabend zu ihrer Schicht in die Hollywood-Kantine. Die nächsten Stunden verbrachte sie damit, ihre Pflichten zu erfüllen, mit Soldaten zu plaudern und zu tanzen. Ihre Freundin und Kollegin June Ziegler beobachtete mehrmals an diesem Abend, wie ein ganz bestimmter Soldat sich Georgette immer wieder förmlich aufdrängte und ständig mit ihr tanzen wollte er soll unangenehm gewesen sein und auch immer wieder dazwischen gegangen sein wenn georgette mit jemand anderem tanzte georgette wollte aber keinen ärger und keinen aufstand und erfüllte ihm immer wieder seinen wunsch als Georgette Pause hatte, setzte sie sich in ihr Auto und strickte. June Ziegler setzte sich für circa 15 Minuten zu ihr und sie unterhielten sich eine Weile. Später sagte June Ziegler aus, Georgette hätte nervös und unruhig gewirkt und hätte sie gebeten, die Nacht bei ihr in ihrem Apartment zu verbringen. June hatte wohl aber etwas anderes vor und schob Georgettes Nervosität auf ihren bevorstehenden Flug nach El Paso. Sie schob ihren Eindruck also beiseite und lehnte Georgettes Angebot ab. Nach ihrer Schicht verlässt Georgette gegen 23.30 Uhr die Hollywood-Kantine durch den Hinterausgang, setzt sich in ihr Auto und will nur noch schnell nach Hause, denn ihr Freund Jerome Brown will noch anrufen. Auf dem Weg zu ihrer Apartmentanlage sieht sie am Straßenrand einen Soldaten, der per Anhalter unterwegs ist. In den Kriegsjahren galt es als patriotische Pflicht, in solchen Fällen anzuhalten und Hilfe anzubieten. Und das dachte sich auch Georgette. Der Soldat war Sergeant Gordon Adland, und dieser sagte später aus, er sei circa zehn Minuten mit ihr im Auto mitgefahren, sie hätte ihm erzählt, dass sie später noch einen Anruf von ihrem Freund erwarte und dass sie am nächsten Tag zu ihm nach El Paso fliegen würde. Sie sei sehr nett gewesen, und er hätte sich gedacht, dass sie so etwas eigentlich nicht tun sollte, einsame Soldaten aufzulesen und mitzunehmen. Das sagte er ihr aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Georgette nur noch knapp drei Stunden zu leben. Ein Nachbar, eine Etage unter ihr, hört sie kurz nach Mitternacht ihr Apartment betreten. Er hört ihre Absatzschuhe auf dem Fußboden. Andere Schuhe hörte er nicht. Auch sonst nichts Ungewöhnliches. Sie hat noch Zeit, eine kleine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Später wurden Bohnen und ein Stück Melone in ihrem Magen gefunden und die Abfälle und die Bohnendose in ihrem Abfalleimer. Was danach genau passierte, wissen nur Georgette und ihr Mörder. Am nächsten Morgen, Donnerstag, dem 12. Oktober 1944, betraten Frederick Edward, seine Frau Lulu, und eine ihrer Töchter gegen 11.10 Uhr die Wohnung von Georgette. Die Familie Edwood arbeitete in Vollzeit für die Apartmentanlage. Frederick Edward, als Hausmeister, und seine Ehefrau und die Töchter als Putzkräfte und Hausmädchen. Sie erledigten auch Einkäufe und andere Gänge für die Bewohner des El Palacio. An diesem Vormittag kamen sie nun gegen elf Uhr zehn an Georgettes Wohnung an und bemerkten sofort, dass die Tür nur angelehnt war. Das war ungewöhnlich. Niemand war zu sehen oder zu hören. Die Arbeitsteilung sah vor, dass Lulu Edward und ihre Tochter die Badezimmer und Schlafzimmer am ersten Stock putzten und Frederick Edward die Wohnung ein bisschen aufräumte. Als Lulu Edward das Badezimmer betrat, entdeckte sie Georgette Bauerdorf mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne und nur halb bekleidet. Sie trug nur das rosa Oberteil ihres Schlafanzuges. Die Badewanne war halb voll, und das Wasser abgestellt. Im ersten Moment dachte sie, Georgette sei nur gestürzt, aber schon im nächsten Augenblick erkannte sie, dass Georgette nicht mehr lebte. Sie war tot. Das Erste, was sie taten, war, das Wasser abzulassen und Georgettes Körper umzudrehen. In ihrem Mund steckte ein Lappen oder ein Stück eines Lappens. Die Beamten trafen eine knappe Stunde später gegen zwölf Uhr zehn am Tatort ein. Diese Gegend gilt als äußerst sicher und dass gerade in einer solchen Anlage ein Mord geschehen kann, erstaunte nicht nur die Polizei. Die Beamten untersuchten die gesamte Wohnung. Ein nasses Handtuch lag neben der Badewanne auf dem Boden. Auf dem Bett gab es keine Kampfspuren. Die Decke war zurückgeschlagen, das Kissen hatte eine Vertiefung, so als hätte eine Person in diesem Bett gelegen. Auf der anderen Seite des Bettes lag zusammengefaltet eine Tageszeitung, so als hätte man sie gerade erst hereingeholt und dort hingelegt. Zwischen Bett und Badezimmertür wurde ein Blutfleck auf dem Teppich gefunden. Er war noch nass und verwischt, so als hätte jemand noch versucht, ihn auszuwaschen, möglicherweise mit dem nassen Handtuch neben der Badewanne. In der Nähe des Blutflecks lag das Portemonnaie des Opfers. Es stellte sich heraus, dass daraus einhundert Dollar fehlten. Ansonsten fehlte aber nichts aus der Wohnung. Ein geöffneter Koffer mit zwei Dollarnoten sowie eine Menge Schmuck und teure Uhren auf der Schlafzimmerkommode waren unberührt. Es gab keinerlei Anzeichen für einen Kampf. Nichts war umgeworfen, verwüstet oder durchsucht worden. Ein paar volle Aschenbecher standen auf dem Boden herum. Während Georgette für eine Obduktion abtransportiert wurde, entdeckten die Beamten, dass die Glühbirne vor der Eingangstür ein wenig aus der Fassung gedreht wurde. Genau so weit, dass es nicht auffiel, aber genug, damit sie nicht anging. Der Täter musste dafür auf etwas hinaufgestiegen sein, um die zweieinhalb Meter hohe Glühbirne herausdrehen zu können. Und dann wurde noch festgestellt, dass das Fahrzeug, das Georgette Bauerdorf gefahren hatte, gestohlen worden war. Ein auf ihre Schwester Conny zugelassenes Oldsmobile-Coupé aus dem Jahr 1936. Es wurde später in einer verlassenen Gegend gefunden, das vorwiegend von Afroamerikanern bewohnt war. Eine knappe Viertelstunde von ihrer Wohnung entfernt. Es hatte kein Benzin mehr, und deshalb gingen die Ermittler davon aus, dass es aus diesem Grund dort zurückgelassen wurde, und nicht, weil es sich um einen Ort von persönlichem Interesse für den Täter handelte. Das Auto wies Beschädigungen auf eine Schramme und eine Delle am vorderen linken Kotflügel sowie am Kühlergriff an der Vorderseite des Fahrzeugs. Leider konnte die Polizei nicht mehr feststellen, ob die Schäden erst kürzlich entstanden sind, also vom Mörder verursacht wurden, oder ob sie bereits vorher vorhanden waren. Alle Fingerabdrücke in der Wohnung, an der Glühbirne und am Auto wurden gesichert, führten aber auch im Nachgang nie zu einem Verdächtigen bzw. zum Täter. Die Autopsie ergab, dass sich Georgette heftig gegen ihren Angreifer gewehrt haben musste. Sie hatte Abwehrspuren an Händen und Armen in Form von Blutergüssen und Abschürfungen. Einen Bluterguss auf der rechten Seite ihres Hinterkopfes, Abschürfungen über ihrer linken Hüfte und auf der linken Seite ihres Bauches. Außerdem sechs große Blutergüsse auf ihrem rechten Oberschenkel, teilweise durch Fingernägel verursacht, die tief ins Fleisch eindrangen. Es wurden sogar zwei Abdrücke auf ihrem Oberschenkel gesichert, die den Abdrücken von Fingern und Daumen entsprachen. Um Nase und Mund hatte sie blaue Flecken, die Unterlippe war gerissen. Es wurde eine große Anzahl an Spermien gefunden und einige Risse und Verletzungen im Intimbereich. Georgette Bauerdorf wurde vergewaltigt und erdrosselt wobei aus den Berichten nicht eindeutig hervorgeht, ob sie an dem Lappen in ihrem Hals erstickt war oder ob sie mit den Händen erwürgt wurde. So oder so aber ein grausamer Tod. Der Gerichtsmediziner ging davon aus, dass Georgette mindestens acht bis zehn Stunden im Wasser gelegen haben musste. Als die Nachbarn im Haus befragt wurden, sagte ein Nachbar aus, er habe gegen zwei Uhr dreißig in der Nacht einen Schrei gehört und sei davon aufgewacht. Eine Frau hätte geschrien Halt, du bringst mich um. Seltsamerweise ging dieser Nachbar der Sache aber nicht weiter nach. Er sagte aus, er habe es für einen kleinen familiären Streit gehalten und wollte sich nicht einmischen. Außerdem sei kurz danach schon wieder alles ruhig gewesen und er habe sich entschieden, weiterzuschlafen. Das würde den Todeszeitpunkt auf etwa 2.30 Uhr in der Nacht festlegen. Die Polizei ging davon aus, dass der Mörder schon in der Wohnung gewesen sein musste, als Georgette nach Hause kam und ihr dort aufgelauert haben musste, bevor er zuschlug. Wie sie genau darauf kam, weiß ich nicht. Die Ermittlungen ergaben, dass Georgette eine Meisterin darin war, ihre Hausschlüssel zu verlieren, aber auch, dass sie angeblich hin und wieder Soldaten auch ihren Hausschlüssel gegeben haben soll. Familie und Freunde bestritten das aber vehement. Sie habe schon hin und wieder Soldaten zu sich mit nach Hause genommen, sie bewirtet und sich mit ihnen unterhalten, aber sie habe sie nie lange bei sich behalten und schon gar nicht übernachten lassen denn das ziemte sich nicht, und sie hätte das als ungebührlich empfunden. Dennoch scheint es so, als wäre sie schon ein wenig arglos mit ihren Bekanntschaften umgegangen und war vielleicht ein bisschen zu großzügig, großherzig und hilfsbereit. Das sagten auch ihre Angehörigen aus. Obwohl es in der Tat schon so war, dass Armeeangehörige in dieser Zeit sehr idealisiert wurden und man eher dazu neigte, ihnen nur Gutes zu unterstellen. Aber Georgette hat es womöglich ein wenig übertrieben. Die Polizei ging also erst einmal davon aus, dass jemand mit einem Schlüssel in die Wohnung eingedrungen war und Georgette Bauerdorf getötet hatte, als sie sich gerade bettfertig machte. Es könnte aber auch genauso gut so gewesen sein, dass es an ihrer Tür klopfte, als sie sich gerade schlafen legen wollte. Sie ging zur Tür, das Licht war aus, aber sie kannte vielleicht den Mann aus der Hollywood Kantine, oder es war ein Soldat, den sie von woanders her kannte. Vielleicht gab er vor, in Not zu sein. Und obwohl sie schon im Schlafanzug war, ließ sie ihn kurz herein. Vielleicht um ein Taxi zu rufen oder einen anderen Anruf machen zu dürfen. So etwas in der Art. Natürlich muss es nicht unbedingt ein Soldat gewesen sein. Es könnte auch ein anderer Mann gewesen sein. Könnte, könnte, könnte. Genau das ist es ja. Man weiß einfach nichts. Die Ermittler befragten über 100 Personen zum Mord an Georgette Bauerdorf, darunter viele Besucher der Hollywood-Kantine. Leider führte die Kantine keine Aufzeichnungen über die Besucher, so dass es fast unmöglich war, alle Personen ausfindig zu machen, mit denen Bauerdorf je zu tun gehabt hatte. Die Ermittler fanden aber den Namen des Soldaten heraus, der in der Nacht, in der Georgette ermordet wurde, ständig mit ihr tanzen wollte und sich ihr förmlich aufdrängte. Sein Name war Cosmo Volpe. Volpe gab gegenüber den Beamten zu, dass er in dieser Nacht mit Georgette Bauerdorf getanzt hatte. Er wies aber alle Behauptungen zurück, dass er Georgette belästigt oder verärgert habe, und sagte vielmehr, Bauerdorf sei lebhaft und glücklich gewesen. Cosmo Volpe gab an, sie hätten im Laufe des Abends drei oder viermal miteinander getanzt, bevor er mit Sergeant James Driscoll zu seiner Kaserne zurückkehrte. Volpe gab an, sie seien per Anhalter zurückgefahren und spätestens um 23.30 Uhr wieder in ihrer Kaserne angekommen. Nach einer Überprüfung durch die Polizei wurde festgestellt, dass sein Alibi stimmte und er nicht in den Mord an Georgette Bauerdorf verwickelt war. Die Ermittler machten auch den Soldaten ausfindig, mit dem Bauerdorf ein Treffen in El Paso vereinbart hatte. Sie fanden heraus, dass es sich bei dem Soldaten um Private Jerome Brown handelte, der in Fort Bliss bei El Paso stationiert war. Brown erzählte den Ermittlern, dass er Bauerdorf im Juni desselben Jahres in der Hollywood Kantine getroffen hatte. Er gab zu, seither Briefe und Telefongespräche mit ihr ausgetauscht zu haben. Brown übergab den Beamten ein halbes Dutzend Briefe, die er von Bauerdorf erhalten hatte. Aber Jerome Brown konnte relativ schnell beweisen, dass er zum Zeitpunkt des Mordes in Texas gewesen war. Mit einem stichhaltigen Alibi schloss die Polizei Brown als Verdächtigen aus. Georgettes enge Freundin June Ziegler brachte noch einen anderen Mann ins Spiel. Sie erzählte der Polizei, dass ein sehr großer Soldat großes Interesse an Georgette gezeigt habe. Georgette hatte einige Verabredungen mit dem Mann, weigerte sich aber schließlich, sich weiter mit ihm zu treffen. Ziegler sagte, Georgette habe den Mann einfach nicht gemocht. Ziegler konnte sich weder an einen Namen noch an andere Einzelheiten über diesen Mann erinnern. Er konnte nie ausfindig gemacht werden. Der stellvertretende Sheriff von Los Angeles County, Raymond T. Hopkinson, sagte: Zitat, Wir haben die persönlichen Gegenstände des Opfers und ihre Korrespondenz untersucht und sie hat mit etwa 23 oder 24 Soldaten in verschiedenen Teilen des Weltkriegsschauplatzes korrespondiert. Und wir haben ihre Bewegungen während des Mittwochs überprüft und alle derzeitigen Bediensteten im Apartmenthaus überprüft und ausgeschlossen. Zitat Ende. Es wurden daraufhin auch andere Verbrechen und Morde in Los Angeles mit dem Mord an Georgette Bauerdorf in Verbindung gebracht. Aber es konnten entweder die Täter ebenso wenig ermittelt werden oder diese Täter kamen für den Mord an Georgette nicht in Frage. Im Dezember 1944 gestand ein Mann namens John Lehman Sumter den Mord an Georgette. Aber dieses Geständnis war gelogen. Er gab zu, zu viel Angst zu haben, sich selbst zu töten und hoffte auf den elektrischen Stuhl als Lösung für sein Dilemma. Fast ein Jahr nach der Vergewaltigung und dem Mord an Georgette Bauerdorf im September 1945 erhielt die Polizei einen Brief, der sogar im Los Angeles Examiner abgedruckt wurde und vor Hohn nur so triefte. Er lautete An die Polizei von Los Angeles. Vor fast einem Jahr wurde Georgette Bauerdorf, 20 Jahre alt, Hostess der Hollywood-Kantine, in ihrer Wohnung in West Hollywood ermordet. Zwischen jetzt und dem 11. Oktober, ein Jahr nach ihrem Tod, wird derjenige, der sie ermordet hat, in der Hollywood-Kantine erscheinen. Der Mörder wird in Uniform sein. Seit er den Mord begangen hat, war er in Okinawa im Einsatz. Der Mord an Georgette Bauerdorf war göttliche Strafe. Soll die Polizei von Los Angeles den Mörder doch verhaften, wenn sie kann? Die damaligen Ermittler waren sich jedoch ziemlich sicher, dass es sich bei dem Verfasser des Briefes um jemanden handelte, der sich einen Scherz erlaubt hatte. Wissen tut man es aber nicht. Und im Oktober 1945, genau ein Jahr nach der Ermordung von Georgette, wurde dann ein weiterer, ähnlicher Überfall auf der Harper Avenue in West Hollywood gemeldet, etwa sechs Blocks vom El Palacio entfernt. Ein Mann, der eine Soldatenuniform trug, drang durch ein unverschlossenes Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung von Doris Hillman ein und bedrängte sie in ihrem Badezimmer, als sie sich für den Abend zurückziehen wollte. Er schaltete zunächst das Licht aus und griff sie dann an, wobei er ihr Risswunden im Gesicht und an den Händen zufügte. Nachbarn hörten Doris schreien und riefen die Polizei. Der Mann entkam durch dasselbe Fenster, an dem er einen Sichtschutz entfernt hatte, und floh. Doris Hillman beschrieb den Angreifer als einen jungen Mann mit blondem, gelocktem Haar und blauen Augen, und einer mittelgroßen, stämmigen Statur. Aber das war auch schon wieder alles. Der Mann wurde nie gefunden. Vielleicht war es der Mörder von Georgette. Wie dem auch sei. Weder die Fingerabdrücke und das Sperma noch der frotty Waschlappen, den der Mörder Georgette in den Hals stopfte, halfen ihren Mörder zu finden und in seiner gerechten Strafe zuzuführen. June Ziegler, die gute Freundin und Vertraute von Georgette Bauerdorf, floh kurz nach dem Mord aus Los Angeles. Sie war von Reportern so wegen des Mordes belagert worden und war total verzweifelt. Sie hob alle ihre Ersparnisse ab, kaufte sich einen Pelzmantel, um sich vor der Kälte im Osten zu schützen und reiste mit dem Zug nach Hartford, Connecticut. Dort heiratete sie einen dieser jungen, gut aussehenden Marinesoldaten und baute sich ein Leben als Nachkriegsbraut und schließlich als Mutter auf. Heute sind die Spuren leider längst erloschen. Ich kann euch nicht sagen, ob das Sperma noch vorhanden ist und oder heute noch zu gebrauchen wäre. Nur in diesem Falle könnte man vielleicht noch hoffen, dass ihr Mord doch noch eines Tages vielleicht durch forensische Genealogie aufgeklärt werden kann. Ansonsten werden wir wohl nie erfahren, wer Georgette Bauerdorf in dieser tragischen Nacht im Oktober 1944 getötet hat. Georgette ruht im Mausoleum der Familie Bauerdorf, auf dem Woodlawn Friedhof in der New Yorker Bronx, umgeben von ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester Constance, die im März 2014 starb. Die Ermordung von Georgette machte die idyllische El Palacio-Anlage kurzzeitig zur berüchtigtsten Adresse in Hollywood. Aber selbst diese Berühmtheit verblasste bald. Berühmtheiten zogen ein und Berühmtheiten zogen aus. Und das Leben in dem vornehmen Komplex ging weiter wie zuvor. Die Geschichte von Georgette Bauerdorf ist heute fester Bestandteil der vielen Hollywood-Mysterien und Legenden. Ihr Traum, berühmt zu werden, ging so auf tragische Weise doch in Erfüllung. In der Stadt der Engel und Dämonen, der Lichter und der Schatten.